Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Rambazamba. Wir haben ein neues Format, was wir jeden Dienstag auf Twitch spielen. Und zwar, was passiert als nächstes? Und das ist super geil für alle Fußballfans und alle, die Kreisliga mögen. Ich freue mich drauf. Wir haben uns letzte Woche überlegt, dieses Format. Moin Meister, genau. Wir machen heute ein neues Format und ihr könnt mitspielen. Wir gucken uns zusammen Fußballszenen an und müssen dann raten, was als nächstes passiert. Müssen wir uns aber eine Bestrafung einfallen lassen. Chat kann sich eine Bestrafung aussuchen, auf jeden Fall. Die wollen den kurze trinken. Machen. Ich trinke ja Alkohol. Ja, deswegen, also ich gerade auch nicht. Erstmal. Ich gerade auch nicht, deswegen. Der eine hat geschrieben, wer verliert, muss nächste Woche im Kostüm hier sitzen. Und der Gewinner darf es aussuchen, was für eins. Und muss es kaufen. Ja, okay. Mach mal. Also, der Verlierer sitzt in der nächsten Folge mit einem Kostüm da. Ich lass mir was einfallen. Wenn du aber verlierst, lass ich mir was einfallen. Ja, kannst ja. Und das wird auch getragen. Ja. wir haben jetzt den Deal. Aber wir sprechen drüber vorher. Nein, denn man hat ein Kostüm hier. Nein. Hauptsache, der Pimmel ist bedeckt. Nein, ich sitze doch hier nicht im Bohrrad oder sowas. Hast doch. Nein, auf keinen Fall. Los geht's. Das ist die Erklärung. Wer falsch liegt, wird bestraft. Wahnsinn. Achtung. Das ist der Test. Guck mal, was passiert jetzt? Du siehst mega schön Ball. Torwart kommt raus. Okay. Das ist immer eine Wiederholung. Pepe hat das was öfter sehen können. So, was passiert als nächstes? Der Torwart foult den Stürmer brutal und sieht die rote Karte. B, der Abwehrspieler rettet den Ball auf der Torlinie. C, der Torwart springt am Ball vorbei und der Stürmer trifft ins leere Tor. Der Torwart springt am Ball vorbei und der Stürmer schießt am Tor vorbei. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Du musst jetzt auch aufschreiben, was du meinst. Welchen Buchstaben, ja? Ja. Also was passiert als nächstes? Warte mal, der Torwart... Eigentlich demnächst irgendwann werden wir das mit kurzen spielen, aber aktuell können wir beide nicht trinken. Okay, jetzt schicken wir uns jetzt. Okay, bei drei. 1, 2, 3. Okay, Löde sagt C, ich sag D. Gucken wir mal. Warum soll der denn am Tor vorbeischießen? Ja, weil du bist. Auflösung. Ich bin gespannt. Schöner Ball. Erstmal schön hier. Knallt schön. Jawohl. Ah. Ja, das war ja wohl klar, oder was? Achtung, nächste Situation. Geh mal, Löde. Du, wir haben ein Bild von dir genommen. Was? Wir haben ein Video von dir genommen. Okay, der Dicke. Aber einfach nur, wie er jetzt weiterlaufen will. So, was passiert als nächstes? Der Angreifer läuft frei aufs Tor zu, der Abwehrspieler fault ihn brutal, ein Zuschauer läuft aufs Feld oder der Angreifer stolpert und fällt um. Ist der Angreifer der Dicke? Du, ja. Ich habe schon eine Antwort. Bei drei. Eins, zwei, drei. Beide D. Beide D. Ja, den kennt man doch. Nee, ich glaube, das ist aber was anderes. Auflösung. Blöde, wie du früher. Aber auch der Trikot mal ein bisschen zu eng. War eine Gazelle, Dicker. Ja, war ein Trikot auch zu eng. Aber hat doch so lüftig geköpft. Okay, jetzt schreibt mal 2-1 Löde. Das kann man hier bei uns mitspielen. Ist das nicht nur YouTube? Ja, wir gucken nicht gerade auf YouTube, aber der Pepe aus meinem Team, der hat nach unserer Idee letzter Woche sich Clips ausgesucht, hat das alles vorbereitet. Das ist ja auch Arbeit. So, dann kann man das immer nochmal auf Rambazamba gucken und kann das mit Kumpels im Suff spielen. Und machen wir auch irgendwann mal mit kurzen, mit Troschis. Ja, machen wir. Okay, hat man mit einem Nokia gefilmt. Oh, ist der schnell! Okay, jetzt sieht man ja schon den Foul. Du weißt ja aber nicht, was jetzt kommen könnte. Ja, aber man sieht ja schon hier den... Hier, Nancy, sag mal ehrlich, war ich der Beste? Nö, die, da kommen Erinnerungen hoch. Die gute Fußballzeit. Ich war der Beste, kannst du Nancy fragen. Geiles Partygame, sag ich auch danke. So. Was passiert als nächstes? Der Trainer rennt auf das Feld, der Verletzte wird von einer Schubkarre vom Feld geschoben, der Schiri gibt dem Verteidiger gelb, der Ball fliegt nach dem Foul ins Tor. Ich hab eine Vorstellung. Ja, ich hab schon gesehen, das gleiche. Wir haben wieder B. Naja, aber ist nicht B. Doch. Ich hätte erst gesagt C, aber B, sowas denkt sich ja Pepe nie aus, oder? Pepe ist der. Hast du mal Pepe gesehen? Okay, B, guck mal, da schreiben wir auch alle B, B, hat B, ihn B, nicht B, getroffen. Hat ihn nicht getroffen. Gucken wir mal. Schöne Grüße aus Luxemburg. Schöne Grüße zurück. Also hier nochmal der... Rakete, komm mal, startet da durch. So wie du früher warst, langsam faulen. Vielleicht ist es einfach zu einfach, der hebt den einfach nur gelb. Rot, okay. Ah, Kickschubkarre. 3, 2, Achtung, nächste Runde. Oh, hat er jetzt versucht zu ziehen. Oh, an der Bande, ruhig an der Bande. Ruhig an der Bande, ui, noch umgerissen. Okay, jetzt ist die Frage, ja, ihr Klimation und dein Tor an der Bande, richtig assi. Ja. Und noch um die Rissen. Jawohl, Nightboard, Junge. Sehr gut, Kruxi. So. Ich
muss doch sagen, dass Pepper eine bestimmte lustige Arbeitswoche hat, wenn er jetzt Videos angekriegt hat. Ja, Pepper hat schon keinen Job. Was passiert als nächstes? Sein Mitspieler führt den Freistoß schnell aus, was zum Tor führt. Der Schiri gibt dem Verteidiger 2 Minuten. Er wird nach dem Freistoß nochmal gefoult und es kommt zur Rudelbildung. Ein Zuschauer springt von der Tribüne und löst eine Rudelbildung aus. Boah! Okay, ich hab. Boah! Was sagt denn der Chat? A, D, 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 C. Ich warte, ich kauf den Chat. 1, 2, 3. C. Löde sagt A, ich sag C. Achso, das hatten wir schon gesehen. Nicht an der Bande, da hatte ich auch immer Angst. Weiter geht's. Er hat einen Ball. Komm, spiel zurück. Kriegt nur gleich noch eine. Ah ja! Also nicht, dass sie sich da kloppen. Oh, also was habe ich ja immer gehasst. War bei Turnieren und Hallenturnieren. Ja. Dann haben sie sich da geprügelt. Ich hatte auch immer eine richtig fette so eine Keilerei auch bei so einem Hallenturnier. Und ich war noch der Grund. Und dann, ich wette, also erstmal müssen wir kurz nochmal zurückgehen. Das war Code und dann waren die richtigen die Antwortmöglichkeiten. 3-3, Helden ewig, schreibt doch, der passt doch auf. Der schreibt auf 3-3 Ausgleich. Helden ewig, danke. Ey, sowas habe ich ja immer gehasst, wa? Im Turnier, ey, das war immer, das sind wahrscheinlich 3 Jugendclubs, die ein Freundschaftsturnier gemacht haben. Davor war der Löde noch da, hat sich den Nacken zugesoffen und ist besoffen ins Tor und dann passiert es. Och, dann immer so diese affenmäßige Zurückhalten. Ey. Weiter jetzt, nächste Ding. 3-3, so eine Scheiße. Okay, mal, da bist du wieder im Tor, Löde. Das könntest wirklich du sein. Mann, halt dein Maul, ja. Und schnell unten in der Ecke gewesen. Ja. Was passiert als nächstes? Der Spieler wird gefoult und es gibt nochmal 11 Meter. Sein Mitspieler schießt den Ball über das leere Tor. C, der Ball kullert über Umwege ins Tor. Oder D, der 11 Meter wird wiederholt. Hast du? Ja. 1, 2, 3. Beide B. Das ist ein richtiger Müller jetzt. Ja, die Pfosten und dann schießt er den rüber, oder? Oh nein, er kullert über Umwege ins Tor. Richtig, Löde, was hast du denn am Tor gemacht? Da musst du rauskatzen. Ja, ist doch gut, ey. Okay, es bleibt beim 3-3, vielen Dank. So, nächstes. Ja, das ist eine kurze Szene. Hopp, Absturz. Absturz? Abstoß. Absturz. Okay, Abstoß und dann gibst du die Rangel. Nee, na, warte mal. Du als Torwart hast du immer lange gemacht oder kurze? Immer lang, Digga. Was passiert als nächstes? Der Torwart grätscht den Stürmer um und es gibt eine rote Karte und 11 Meter. Der Ball kullert vom Mitspieler ins eigene Tor. Der Stürmer foult den Verteidiger brutal und sieht rot. Der Schiri pfeift abseits, weil der Ball vom Stürmer kam. Achso, wir müssen ja raten. Leute, wir brauchen euch. Hast du? Nein. Na los, guck doch nicht mehr da. Die ist zu langweilig. 3, 2, Warte. Schreibt ihr... D, viele schreiben D, C und manche B. Okay, 3, 2, 1, los. A und D. Aaron A, Helden ewig, Löde D. Wir gucken. Ich wusste ja nicht, wer war der Angreifer? Die Gelben? Weiß ich auch nicht. Und dann kommt der aus dem Abseits, der hier. Der Sechser. Guck mal, der Gelbe. Oh, kullert über Umwege. Alter, ist doch behindert, oder was? Was denn? Das ist doch richtig guter. Aber das ist nicht deine richtige Antwort, oder? Nee. Bleib bei 3-3. 3-3 bleibst du damit aus? Wie aufgeregt du bist. Naja, was war denn das für eine Scheiße? Aber so war, ich hatte auch mal damals, war ich Abwehrspieler. Im ersten Spiel 2. gegen 1. und ich war in der 2. Und wir haben irgendwie 7-0 verloren. Dann war ich ein bisschen aufgeregt. Dann hat der Torwart einen Kurz gemacht und ich wurde schon bedrängt. Und hab vor Aufregung den Innenwinkel, ich wollte zum Torwart zurückspielen, aber war so aufgeregt, dass ich den Innenwinkel ja nach. Und nach dem Spiel sollten sich alle, die ein Tor gemacht haben, melden. Dann musste ich mich auch melden. Das war peinlich. Was passiert als nächstes? Ui! Ich hab mich nicht geguckt. Hoher Ball, es wird nicht zurückgespult. Ui, hoher Ball. Frage, er nickt da ein. Kick doch mal, der ist doch da schon, der nickt ein. Einfach drücken. Was passiert als nächstes? Der Stürmer schießt den Ball nach dem Pass in die Mitte übers Tor. Okay, der Torwart foult seinen eigenen Spieler um. Der Abwehrspieler reißt den Angreifer brutal zu Boden und es gibt 11 Meter. Der Torwart springt am Ball vorbei und der Ball kullert ins Tor. So ein hoher Ball. Okay, Wie hast du? Ja, warte mal, Louis schreibt A, okay. Das ist Louis. König. 3, 2, 1. Löde sagt A, ich sag D. So, was passiert? Die Auflösung. Ich habe gesagt, der köpft in der Mitte und der schießt rüber. Was? Jawohl, 4-3 Löde, Sticker. Warte mal, was waren die Antworten möglich? Helden leben ewig ist Schiri heute. 4-3 Löde, oh.
So ein Elfer. Am Ende nimmt er nur Anlauf beim Elfer. So richtig, ja. Buschallee-Ball. Hä? Du siehst einfach nur, wie Max anläuft. Ah, nee, Max ist der Torwart. Max ist deiner. Komm, Maxe! Hä? Hält er die noch nicht? Der geht unten durch, oder? Der geht unten durch. Meinst du einfach nur... einfach. Guck mal, der geht hier unter der Mütze, Junge. Macht da Bagger? Guck mal, pass auf. Was passiert als nächstes? Dem Torwart rutscht der Ball durch. Der Torwart kann den Elfmeter und den darauffolgenden Nachschuss parieren. Der Ball springt vom Pfosten zum Kopf des Torwarts und kullert dann ins Tor. Der Elfmeter wird, der Elfmeter wiederholt und der Torwart sieht die rote Karte. Gelb-rote Karte. Gelb-rote Karte. Können wir nochmal gucken, kurz? Nee, zurückspulen geht nicht. Entweder ist das so, ich kann alles sein. Also ich glaube, das... Ich hab jetzt nicht auf den Torwart geachtet. Ich glaube, geht der raus, bevor der schießt? Warum sag ich den nicht? Kennst du den? Das ist Micha. Du kennst es, oder? Nee. Warum freust du dich denn so? Weil ich ein pfiffiger Fuchs bin. Chat sagt, mach doch mal mit dem Chat mitraten. Man kann Points gewinnen. Ich weiß ja nicht, die Points und so was, die gehen, Mann. Ich gehe aufs Ganze, weil ich... Wie steht's denn? 4-3 für dich. Ich probiert. 3, 2, 1. Löde sagt D und ich sag C. D ist zu weit hergeholt. Nee, aber der Ball kann doch gar nicht schrauben. Guck mal, der Ball springt vom Pfosten zum Kopf. Geht doch gar nicht. Natürlich, der rutscht schon durch. Nein. Ja, dann nimm doch A. Nee, das war zu leicht. Der geht ganz blöde in den Pfosten. Oh, der holt Bede raus, war. Oh, holt einfach Bede raus. Mann, was soll die Scheiße? Also eine Pfeife. 4-3 Löde bleibt. Alter, wie holt der den denn raus? Hast du nie so gehalten? Ich hab mir die ersten schon festgehabt, Digga. Naja. Frag doch König und nennt sie alle. Okay, was passiert? Gelb ist im Angriff. Das ist... Denk ich mal, der stolpert, der ist schon so halb. Der hat ja keine Ballbeherrschung. Er stolpert das schon so halb. Was passiert? Der Torwart foult den Stürmer brutal und es gibt 9 Meter, weil Halle, ja. Der Stürmer wirft den Gegenspieler nach Provokation um. Der Stürmer stolpert über den Ball und fällt hin. Der Stürmer schießt den Ball über den... Oh, schwer. Wie steht's denn noch? 4-3, war für mich? D? Nee. D. Der Stürmer schießt den Ball übers Tor? Nee. Der Torwart foult den... Ich sag A oder C, würde ich denken. Was nimmst du? Ich hab schon fertig. Ach so, warte mal, ich muss mal kicken. B? Nee. Ich nehme jetzt Bartellen, nehme ihn wieder. Okay, 3, 2, 1. Löde sagt A, ich sag C. Also bei mir ist der Stürmer, stolpert immer den Ball und fällt hin. Der war schon so zappelig auf die Beine. Ich glaube, die, dass sie aneinander krachen. Weil jetzt der Torwart Blut geleckt hat, der will den Ball kriegen und der andere da auch. Das war die Massenkeilerei. Die habe ich aber jetzt nicht kommen sehen. Das sah nach so einem lockeren Spiel aus. Okay, na, das also bleibt 4-3. 4-3 bleibt, ja. Aber es sind doch nicht 10 Sachen hier, es sind doch schon mehr. Mann, wir spielen so lange, ist doch nicht mehr lange. Wir spielen jetzt schön zu Ende, der Pepe hat sich Mühe gegeben. Also das sah jetzt nie aus, als wenn die sich gleich kloppen. Nee. So, Achtung, los geht's. Schöner, schneller Ball, ui. Ah, okay, dann, ich kann mir vorstellen, was passiert. Ah, man sieht schon... Was passiert als nächstes? Der Torwart grätscht den Spieler um und sieht dafür rot. Durch einen Trick kommt der Stürmer vorbei und schießt am Tor vorbei. Der Schiri pfeift abseits und der Stürmer kriegt wegen Meckern gelb-rot. Der Abwehrspieler zieht die Notbremse und sieht nur die gelbe Karte. Hast du? Ja. 3, 2, 1. Ich hab A, der Torwart und... Hör mal, der Torwart grätscht den Spieler um und sieht dafür rot, hat Aaron. Und ja. Ich hab, der Schiri pfeift abseits und der Stürmer kriegt wegen Meckern gelb-rot. Hörst mal der lange Ball, weil du siehst hier schon, er kommt voll raus und... Nein! Der Verspieler sieht nur gelb, ja, wegen der Notbremse. Können wohl die Wurst. Oh, fuck, Mann! Wie steht's mir das? Immer noch 4-3 für dich, Mann. Ich glaube, das ist der letzte. Wie steht's mir das? Okay. Puh. Wenn ich jetzt einfach dasselbe nehme wie Aaron, ist ja blöd. Ich sag auch nicht, was. So, was passiert? Gelb spielt einen Querpass. Außen kommt er. Guck mal, aber wie der schon den Ball spielt. Guck mal. Typischer der hat einen Golffuß oder was ist das da? So, was passiert als nächstes? Der Stürmer spielt einen Pass ins Zentrum und der Ball platzt. Die Abseitsfalle funktioniert nicht und der Stürmer trifft das Tor. Der Angreifer bekommt wegen Meckerns die rote Karte. Der Torwart grätscht am Angreifer vorbei. Oh, ist das schwer und ich will nicht verlieren. Ja, ich glaube, ich weiß.
Es ist eigentlich nur eine logisch. Eigentlich D ist logisch, oder? Na, ich dachte eben auch. Und dann hat er auf immer einen Trick gemacht und drohen Notbremse. Ja, aber ich dachte auch, der liegt sich im Ball vor, weil das ist eine Massenschlägerei, wusste ich auch nicht. Kann auch einfach sein, dass der Ball kaputtiert, wa? Nee. Was kickst du denn so blöde? Ich guck ja nicht. Okay, 3, 2, 1. A, I, N, D und blöde C. Also bei mir, ich sag, der Gritsch, Torwart Gritsch am Angreifer vorbei und du sagst, meckern, rote Karte. Auflösung. Kommt der Todpass? Oh nein! 5-3, Löhne. Ha! Oh nein! Oh! Oh, Lüdi darf ein Kostüm aussuchen und nächsten Dienstag wird der Aaron das schöne Kostüm die ganze Zeit im Stream anhaben. Und was hat er vorhin gesagt? Wir können ja mal zurückspulen, ist ja zum Glück live. Man kann alles nehmen, nur der Pimmelmann muss bedeckt sein. Werden wir denn nicht? Werden wir dann nächste Woche sehen, da spielen wir nochmal eine Runde. Wie fandet ihr die Idee? Gut oder schlecht? Sagt doch mal Bescheid. Nice Game. Ja, vielen Dank, One Strike Back. Super, Franda fand es auch gut. Ärgerlich. Schön, dass du da bist, mein Freund. Ja, also ich hätte jetzt auch Geduld gehabt, aber du warst leider zu schnell. Wie heißt das Land, das aussieht wie ein Stiefel? Nein! Italien. Richtig. Das war auch so eine Grundschulfrage. Da warst du aber schnell. Ja, stimmt, das ist ja auch.